Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario & Sonic 5 bei Olympischen Spielen Rio 2016 für Nintendo Wii U, hier bei Crash 45 89. Wir machen mit dem nächsten Turnier weiter und... Ah, da ist wieder das BMX. Das heißt, für was gibt man nicht 15 Münzen aus? Ach so, ja, um eine andere Reihe von Turnieren auszuwählen. Nee, das BMX-Turnier versuchen wir erneut, weil damals ging es schief. Dieses Mal muss es besser laufen. Weil ich meine, ich habe das schon beim Einzelspieler-Match schon mit und beim Team-Match, also beim Team-Duell immer schaffen können. Da muss es doch auch mir hier wieder gelingen, einen Sieg zu erringen. Das kann doch wohl nicht so schwer sein. Es war schon strange, dass ich da einfach so abgekackt bin. Aber gut, jetzt geht der Boss ab dieses Mal. Werd ich das schon hinbekommen. Außerdem brauche ich auch das Preisgeld, weil es werden erneut Ringe für die Einkäufe benötigt. Ich weiß nicht, wann es das abwechselt, aber sei es drum. Dieses Mal schaffe ich die Qualifikation. Okay, das war kein schlechter Start. Und natürlich weiß ich, dass ich mit den Analogstick drehen muss, um einen bestimmten Stunt einzusetzen. So, und jetzt Full Power hier. Oh yeah. Und jetzt hier. Gut fahren. Oh yeah. Na, ja, das ist ein bisschen zu früh. Aber passt schon. So. Och, da. Nein. Komm schon. Ich will ja nicht doch mal abkacken. Wieso? Bist du nicht gesprungen, Mann? Oh, shit, shit, shit. Nein, 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 nein. Ich drücke doch Spring, ey. Wieso tut er da nichts? Verdammt, ey. Das wird wieder knapp, ey. Komm schon. Komm schon. Oh, geschafft. Dieses Mal erster Platz. Aber es sind noch... Stehen noch so viele Runden aus. Okay. Wenigstens habe ich es jetzt endlich mal durch die Qualifikation geschafft. Aber mindestens zwei weitere Spiele stehen noch aus, die ich bestehen muss. Und vielleicht kommt noch ein zusätzliches Spiel gegen Wave. Gut. So, und jetzt das Halbfinale gewinnen. Oh, da wird gerade von Wave reden. Ich sehe sie gerade. Ganz rechts. Aber hallo. Im Hintergrund. Ja. Wenn wir es schaffen, jetzt zum... Auch wenn wir das Finale gewinnen können, können wir dann auch ein Spielrennen gegen sie bestreiten. Hä? Wer bist du? Hör bloß auf, mich so anzustarren. Ich bin Wave the Swallow. Und was willst du? Du wirst mich wohl ablenken, während ich für die Spiele in Spitzenform bin. Chat hat von dir geredet. Es schien ziemlich beeindruckt gewesen zu sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Du bist noch völlig grün in den Ohren. Tja, wir werden wohl der Arena herausfinden, ob Chat recht hat oder nicht. Oh, glaub mir. Naja, ich will es auch nicht ganz groß prahlen, denn... Ich habe jetzt nur knapp gewonnen und die Entscheidung kann immer knapper werden, weil mit jedem Spiel werden natürlich die Gegner ein bisschen härter. Schon von Anfang an waren sie ganz schön heftig. Die haben jedes Gattacke bekommen, sind in jede Stange rangekommen. Ich konnte teilweise überhaupt nicht springen auf die Stange. So. Und... Das war gar nicht schlecht. So, komm schon. Und jetzt hier. Auf die Rail-Schiene. Ey, lenk mich nicht ab, du Idiot. Shit. Hoch da. So. Das wollte ich doch haben. Gut, das war schon mal nicht schlecht. Und jetzt... Oje, der ist in meinem Windschatten.
Das will ich natürlich auch nicht. Gar nicht schlecht. Oh ja. Hey, geh da weg von mir. Such deine eigene Stange. Eieiei, nur gut jedes Mal ist nicht gut. Ein gut jedes Mal nur ist nicht gut, habe ich gesagt. Shit, ey. Oh nein. Komm schon. Ja, warum kriege ich jedes Mal nur gut? Und ich werde da abgedrängt. Jedes Mal. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, schneller. Oh, das war wieder knapp, ey. Alter. Die lassen nichts anbrennen. Trugt da eigentlich eine der Teilnehmerinnen eine Sonnenbrille? Gibt es das auch noch als zusätzliche Kleidung? Achso, nein, das war halt ein Teil Mii-Klamotten. Also Bestandteil bei den Mies. Ob ich auch diese Brille irgendwie kriegen kann? Weil meine sollte auch eine sportliche Sonnenbrille darstellen, aber irgendwie ist sie das nicht. Also irgendwie sieht sie nicht wirklich danach aus. Naja, kann ich noch später bearbeiten. Alter, ein Surfer-Kostüm, also ein Sonic-Kostüm mit einem Surfer-Kopf. Ja, ich versuche auf das Timing dabei zu achten, um einen Supersprint auszuführen. Oh, ah, Kroatien, das hatten wir auch noch gar nicht. Schau mal an. Aber gut. Gegen Ende des Turniers werde ich mich dann nochmal hier mit den ganzen Teilnehmern auseinandersetzen. So, jetzt Zeit für das Finale! Und dann noch für den Extrakampf gegen Wave. Okay, jetzt wird es Zeit gehen, die finalen Teilnehmer anzutreten. Bitte, auf dass ich die Goldmedaille erringen kann. Puh. Dass ich jetzt schon bei so einer Sportart, die ich eigentlich gerne mag, schwitzen muss? Gefällt mir gar nicht. So. Ja. Ranzoomen, um die Dramatik aufzubauen. Und es kann losgehen. Zufälliger Start. Fahrer bereit, Gatter beobachten. Okay. Gar nicht schlecht. Oh Mann, wieso bist du nicht gesprungen? Ich hab doch gedrückt, ey. So. Und jetzt hier wieder. Auf da. So, das war nicht schlecht. So, Full Power. Nein, geht er weg. Mann, die müssen ausgerechnet. Wenn sie direkt hinter mir sind, geraten sie in Witch-Schatten, den zusätzlichen Temposchub gibt. Das will ich jetzt vermeiden. Alter, trägt mich beinahe ab. Mann, das hasse ich. Wenn du mich da abdrängen und dann selber raufkommen. Komm schon. Allhopp. Verdammt, ey. Oh, shit. Komm schon. Du schaffst das. Eieieiei. Nein. Scheiße. Und ich kann nicht neu starten. Dritter Platz. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, ey. Oh Mann! Keine Bronzemedaille, bitte! Lass mich das Turnier wiederholen! Naja, ich kann immer noch auf vergangene Turniere, weil wenn ich mindestens dritten Platz erreicht habe, dann... Trotzdem, Bronzemedaille ist unakzeptabel! Das Turnier wiederholen wir! Scheiße! Du hast eine Bronzemedaille gewonnen. Ja, das erste Mal nur Bronze. Das reicht nicht, gegen Wave anzutreten, ne? Ja, boah, 4? Ist das alles? Ja, immerhin Motocross-Helm. Was? Ich darf trotzdem gegen sie antreten? What the fuck? Gefällt dir die Aufmerksamkeit, die du mit deinem BMX-Kern auf dich ziehst? Es ist unglaublich, dass Leute von so geringer körperlicher Anstrengung fasziniert sind. Im Vergleich zu Extreme Gears BMX und eines Kinderspiels. Ich zeig dir, wie es geht. Na warte, Fräulein. Also gegen einen Gegner dürfte das nicht so problematisch werden. Ich glaube, wenn es 4 Gegner sind, dann... Ja. Glaube ich...
habe ich da so meine Probleme gehabt. Deswegen habe ich deswegen solche Probleme gehabt. Okay. Dieses Mal klappt es. So, und wieder Turbostart. Okay. Ja, der hat mich schon überholt. Ah, wenn sie mich abdrehen, dann kann ich nicht. Von wo stammt eigentlich dieser Soundtrack? Das ist ja nicht aus Sonic Riders 1 oder 2. Wahrscheinlich aus Free Riders, was ich leider Gottes nicht zu Ende gespielt habe, wegen der blöden Kinect-Steuerung. Ah, so blöd, das hätte ein ziemlich gutes Sonic-Game werden können. Aber, ja. Die Kinect-Steuerung hat überhaupt nicht funktioniert, das kann ich euch schon mal sagen. Ich hab's probiert und ich war nur am Verzweifeln mit dem Spiel. Glaubt mir. Ich kann da nicht mehr rauf, egal. So. Perfektes Timing und jetzt! Komm schon! Oh yeah, wenigstens das. So. Okay, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Wir können das vergangene Turnier nochmal wiederholen, ne? Ich hoffe es. Ich will mich nicht mit Bronze zufrieden geben. Ich will es auf Gold belassen. Koste es, was es wolle. Du hast einen Gast besiegt. Immerhin. So. Tja, da staunen sie bestimmt nicht schlecht, ne? So, was ist mit dir? Pakistan. Okay, wieder eine neue Flagge. Ich muss jetzt auf die neuen Teilnehmer eingehen. Vor allem auf diejenigen, die mich besiegt haben. Oh, Mann. Ja, jetzt kaufen kann ich mir noch nichts wirklich was mit den Ringen. Ich möchte das schon mindestens 50 wieder zusammen haben, um... Ja, bei um wieder mindestens 10 Preise auf einmal rausholen zu können. Ah. Argentinien. Und du? Achso, da hat wieder einen neuen Tipp für uns. Achso. Ah, das wusste ich gar nicht. Das ist toll. Ich glaube, dass ich verloren habe. Das war Pech. Aber du hast dich trotzdem nicht schlecht geschlagen. Das Mal mache ich es dir nicht so leicht. Das habe ich schon probiert. Zweimal und das reicht mir jetzt. Auch wenn man ganz gut Kohle damit verdienen kann. So, versuchen wir es nochmal. Vergangene Turniere. BMX. Versuchen wir es nochmal und dieses Mal erholen wir uns die Goldmedaille. Ja, mach mal dein Turnier wieder doppelt. Was soll's, ne? Dagegen habt ihr bestimmt auch nichts. Dafür werde ich dann die anderen Turniere versuchen zu gewinnen. Ich hätte vielleicht den BMX-Helm nehmen können. Ist aber auch krass, dass ich immer das Pinke kriegen muss. Ja, was soll's, ne? Ist auch egal. So, Qualifikation. Okay, Fahrer, zufälliger Start. Fahrer bereit. Okay. Und wieder ein Turbostart. Ja, die geben sich wirklich Mühe. Wow, der hat ein geiles Kostüm. Ah, die drehen mich da jedes Mal ab. Die schaffen es rauf. Und ich aber schaffe es da nicht hoch. Weil die vor mir drauf landen können. So. Okay, jedes Mal, wenn ich aber am Abhang komme, ein Geschwindigkeitsschub. Wow! Alter, bist du wahnsinnig? Du magst noch so eine coole Rüstung haben, aber das bringt dir nichts. Okay, ich muss mindestens jetzt Zweiter werden, sonst war es das wieder mit meiner BMX-Karriere. Diesmal lasse ich den Sprung aus. Na, vielleicht war es keine so gute Idee. Komm schon.
Au! Mann! Nein, ich bin nicht gesprungen, shit! Nein! Okay, wenigstens Zweiter, ich habe mich also qualifizieren können. Das war aber wieder zu knapp. Die Leistung kann sich nicht sehen lassen. Okay, noch zweimal. Immerhin qualifiziert. Aber es hätte natürlich besser laufen können. Ich könnte mal gucken, ob ich hier meinen Mii wieder ein bisschen verändern kann. So, gehen wir zurück auf mein Zimmer. Ich meine, ich habe den Motocross-Helm und dann kleide ich ihn halt dementsprechend an, auch wenn es wahrscheinlich die, ja, die Werte ein bisschen abmindert. Scheiß drauf. So. Da ist er. Ja, der ist wirklich deutlich schlechter als alle anderen Kopfschmuck. Aber scheiß drauf, ich will ihn jetzt mal so richtig passend einkleiden. So, habe ich hier irgendwo... Oh, Moment, was? Sowas, die gute Fußballkleidung habe ich also noch gar nicht anprobiert. Okay. So, so passt das doch. Also passt es am besten. Hm. Ja, aber das ist schon eher ausgeglichener. Sonst habe ich keinen Motocross-Helm. Also keinen Motocross-Anzug. Nö, dann nehme ich das hier jetzt. Okay. Jetzt bin ich bereit. Weiterzumachen. Ich bin auf jeden Fall passender angezogen. Hier diesen Kilt-Anzug. Ich weiß nicht. Auch wenn er meine Werte ganz gut steigert, ich kann mich damit irgendwie nicht wirklich anfreunden. Ja, ja, Helden-Duell, ich weiß, ich weiß. Die alle tragen so geile Kombinationen. Oh! Usbekistan? Wo liegt das denn? Davon habe ich ja noch nie gehört. Okay. Ihr könnt es mir natürlich in den Kommentaren schreiben, wo genau Usbekistan liegt, in welchen... Was? Moment. Die italienische Flagge! Die habe ich doch gar nicht! Ist das euer Ernst? Lölz? Na schön, Halbfinale. Und dieses Mal siegen und nicht verlieren. Dann wollen wir mal. Vielleicht bekomme ich dadurch was anderes, außer den einen Motocross-Helm, wenn man jedes Mal daran teilnimmt, ne? Kann möglich sein. Man weiß nie. So. Das ist wieder der Gegner. Welcher dieses geile Outfit hat. Ich meine, was ist das? Ist das ein... Das muss ein... Eggbot-Roboter-Kostüm sein, nehme ich mal an. Jedenfalls hält er mit mir ganz gut Stand bislang. Der ist mein härtester Konkurrent, der Typ. So. Perfekt. Oh, sieht ganz gut aus bislang. Oh ja, jetzt habe ich diesen Temposchub genutzt. So, schneller, komm schon. Perfekt. Ja, die lasse ich jetzt aus. Ja. Gut, 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 gut bislang. Ja, es sieht gut aus jetzt bis... Oh, oh. Ich fürchte, er ist nahe. Ah! Er war ziemlich nahe dran. Der ist mein härtester Konkurrent bislang. Ey! Da trägt jemand dasselbe Outfit, also den... ...selbe Kostüm wie ich. Sieht aus wie... Ja, das muss ein Eggbot-Kostüm sein. Ich kann es gerade nicht erkennen. Aber es passt jedenfalls perfekt dazu. Sieht eckig geil aus. Ich hoffe, dass ich dieses Kostüm auch irgendwie erwerben kann.
So. Wieder Zeit für das Finale. So. Auf dass ich dieses Mal Gold erringe. Drück mir die Daumen. Ich kann es ja zum Glück immer wieder versuchen, da ich ja nicht komplett ausgeschieden bin, so wie beim letzten Mal. Das war vielleicht eine Pleite. So. Natürlich mein härtester Konkurrent wieder am Start. Gegen den fahre ich tatsächlich dreimal hintereinander. So. Ganz guter Start wieder. So. Okay. Ich muss ausgerechnet jetzt in Schlamm geraten. Jawohl. Aua. Dreh mich nicht ab, Mann. Eieiei. Da hat er einen ganz schön guten Schub bekommen. Eieiei, der hängt an mir dran, wie eine Klette. Der will nicht aufgeben. So. Yes, Mann. Komm schon. Woo! Ein eindeutiger Vorsprung. Und mein erster Konkurrent ist natürlich zweiter. Angel. Oder was? LL Angel. Keine Ahnung, was das soll, aber sei es drum. Wir haben dieses Mal die Goldmedaille erringen können. Ja, wirklich ein cooles Kostüm. Oh yeah! So wie es sich gehört. Na schön. Du hast die Goldmedaille gewonnen. So ist es schon viel besser. Oh ja. Und Spezialpreisbelohnung. Ah, es gibt kein weiteres Outfit. Schade. Aber ich, naja, ich habe auch noch nicht so viele Ringe immer noch. Ich werde dann beim nächsten Part wieder... Oh. Griechenland haben wir auch noch gar nicht? So ernst? Ich glaube, wo ich spinne. Ich habe so viele Flaggen noch gar nicht. Bolivien. Haben wir auch noch gar nicht. Naja, je mehr, desto besser, würde ich sagen, ne? Also bevor wir den Part beenden... Sprechen wir nochmal die Charaktere an, welche wir noch gar nicht angesprochen haben. Ungarn hatten wir auch noch gar nicht. Ich glaube, ich spinne. So viele Länder. Ist doch nicht euer Ernst. Ein weiterer Österreicher. Ja, sind viele Österreicher unterwegs. Lemmy. Finde ich cool. Weil nachdem wir bei der EM nicht gerade gut abgeschnitten haben, ist es doch gut, wenn hier wenigstens genügend Österreicher bei der Olympia teilen. Ja, ich frage mich allerdings, wie gut werden wir eigentlich bei der Olympia abschneiden? Weil das ist ja auch wieder nur Sommerolympiade. In Österreich ist es eher, sagen wir es mal so, in den meisten Fällen ist Österreich mit der Schweiz eher beim Wintersport der König. Und dementsprechend würden wir wahrscheinlich die Winterolympiade wieder dominieren. Aber die Sommerolympiade ist wieder ein ganz anderes Kaliber. Ich meine, wir haben schon mehrmals bewiesen, im Fußball sind wir nicht so gut. Ich meine, auch in der Bundesliga gibt es vielleicht wirklich genug gute Mannschaften. Ich sag nur Red Bull Salzburg zum Beispiel. Aber... ja...
wenn es um großen Fußball geht. Wir versuchen es immer wieder, aber ja, wir scheitern immer so oft. Es gab höchstens einmal, ich weiß nicht, wann es zuletzt noch zur Situation kam, wo wir ganz oben standen, wo wir es bis zum Finale geschafft haben. Aber ich glaube, es war mal so, dass wir es bis ins Finale reingeschafft haben. Kann mich gar nicht mehr erinnern, wann das genau war, aber sei es drum. Es ist schon schade, aber was soll's. Ich gönn's halt jetzt. Ist natürlich auch eine ziemliche Überraschung, dass es ausgerechnet Portugal wurde dieses Mal. Aber, ja, ich gönn's ihnen. Ich hätte zuerst noch einen Gastgebersieg gerechnet, aber ja, der Bessere gewinnt halt. Und das ist immer meistens jemand anderes. Im Großen und Ganzen gibt es eigentlich immer einen feststehenden Sieger oder einen feststehenden Verlierer. Ob es jetzt nun wirklich immer gewinnen bleiben oder nicht, das bleibt nie feststehend. Es ist immer verschieden. Aber das macht das wiederum. Ist auch vielleicht gut so, weil ich meine, das ist halt Menschlichkeit. Sowas gehört sich nun mal. Man ist nicht in allen perfekt und selbst wenn man in Sachen gut ist, selbst wenn man in irgendetwas gut oder gerne macht, ist man auch nicht immer darin perfekt. Man kann da ab und zu auch Fehler machen. Das ist nur menschlich. Nobody's perfect. Wissen wir ja. Okay, genug mit den dummen Geschwafel und ja, danke fürs Gucken. Daumen hoch, wenn es gefallen wusste und wir sehen uns ja beim nächsten Turnier. Also seid gespannt, klickt da rein. Euer Crush for the Fake It hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Mario und Sonic 5 bei den Olympischen Spielen Rio 2016 für Nintendo Wii U. Also auf Wiedersehen, tschüss oder... Now you know.